Draußen ist schönes Wetter und der kleine König liegt immer noch in den Federn mit einem riesigen Pralinenkasten. Guten Morgen, kleiner König. Guten Morgen. Morgens schon naschen, also weißt du. Uah, wie ungesund und schlecht für die Zähne. Ach, wirklich? Das ist ja interessant. Ja, die kriegen Löcher und fallen alle aus. Furchtbar. Sag ich doch. Dann mach ich heute Gesundheitstag und ich fang gleich beim Frühstück damit an. Mhm. Zuerst Möhren. Na ja. Ah, mit Honig. Dann sind sie nicht so trocken und schön süß. Probier's mal ohne Honig. Pff, so nackt mag ich sie aber gar nicht. Lieber Joghurt. Mit ein paar Löffeln Marmelade. Lieber ohne Marmelade, kleiner König. Nö, dann ess ich's nicht. Aber Salat, den mag ich auch gern. Mit Schlagsahne. Oder Zitrone. Bäh, dann will ich lieber gar nichts. Bleib ich eben hungrig und lese ein bisschen zur Ablenkung. Keine Süßigkeiten, kleiner König, also wirklich. Nicht mal ein einziges. Sitz nicht so viel rum, beweg dich lieber. So war das eigentlich nicht gemeint. Aufhören, böse Hand, sollst nicht naschen. Gut gemacht, kleiner König, bleib stark. Halt, nein, hör auf. Hand, ich kann überhaupt nicht dafür. Wie kannst du nur so gierig und unbeherrscht sein, kleiner König? Genau, lass dich nicht verführen. Oh, die Post. Mach doch mal das alberne Pflaster vom Mund. Es ist von Tante Röschen. Oh, oh, oh. Lass mal sehen, was ist drin? Ein selbstgestrickter Pullover, königliche Hausschuhe? Och, nichts Besonderes ist drin. Nur Seifen und Shampoo und so. Ich trag's gleich mal ins Badezimmer. Das dauert aber lange. Sitzt du schon in der Badewanne? Hey, kleiner König, was treibst du da drin so lange? Da stimmt doch was nicht. Ja, Tante Röschen hat dir keine Seife geschickt, sondern ein Fresspaket mit süßen Naschereien, ausgerechnet heute. Ja, und sie schreibt, ich soll's mir gut schmecken lassen. Und was ist nun mit dem Gesundheitstag? Den mach ich morgen. Ach ja? Ja, weil heute ist mir schon so schlecht. Da kann ich unmöglich noch Möhren, Joghurt und Salat in mich reinstopfen. Dafür bin ich wirklich schon viel zu satt. Deine Hose ist geplatzt. Ich weiß, ich brauche eine größere. Die ist auch von Tante Röschen. Diese Hose ist selbst mit deinem vollen Bauch noch zu groß. Nö, mir fehlen da bloß so ein paar Bauchmuskeln, damit diese Hose besser sitzt. Wie kriegt man Muskeln? Durch Sport. Aber Sport finde ich gut. Womit fange ich an? Ach, da liegt ja mein Ball. Damit kann ich schön trainieren, wenn ich die Hände frei habe. So, und schnell den Ball hochwerfen. Ja, hoch und die Hose einfangen und dann Ball fangen. Nu, wo ist er denn? Ach, guck doch mal, die Hose passt. Das ging ja schnell. Ich habe ja schon jede Menge Muskeln. Lass den Ball da, wo er jetzt ist, kleiner König. Dann passt die Hose. Nö. Mit Ball passen ja meine Muskeln nicht mehr rein. Yippie, ja, jetzt geht's weiter. Rollern ist auch gut. Ein schöner Sport und los geht's. Jetzt hui, hui, ja. Und ja, hui, hui. Was ist das? Nanu, ich fliege. Ich fliege. Ja. Schön. Dir ist doch nichts passiert, kleiner König. Nö. Genug für heute. Zieh dich bitte wieder um und lass diese wilde Hose noch ein Jahr lang im Schrank hängen, ja?
Ach was, Schrank, ist doch alles prima. Nur noch ein Pfund Bauchmuskeln und diese Hose sitzt. Jetzt sportle ich noch mal was. Ach, ich weiß, ein Putzbaum, weg da beiseite. Ach du je, hoppla. So, und schnell zurück, das Ganze, so ist besser. So, gleich passt mir die Hose, nur noch nicht ganz richtig, aber... ach, ich weiß, Berghochrennen ist gut, Muskeln gibt das, ja, prima. Oh, ja, ja, oh, ich merke schon, wie die Muskeln wachsen. So, ja, ich bin oben. Ah, jetzt geht's aber bergab. Ui, ja. Bremsen, kleiner König, bremsen. Kleiner König? Hier. Nicht schlecht gebremst, was? Ach so, weißt du, kleiner König, das ist jetzt aber wirklich zu gefährlich. Ah, ja. Was mir heute alles passiert ist, ich bin geflogen, gerutscht, gepurzelt und gerast. Ja, diese Hose ist dir eben einfach noch etwas zu groß. Zu groß? Oh, ich zieh sie gleich morgen wieder an. Was? Ja. Das ist jetzt meine Lieblingshose, weil also so viele Abenteuer an nur einem Tag, die habe ich vorher noch nie erlebt. Das mache ich morgen gleich nochmal.